Zoran, mein Neffe, der Idiot, ist eine etwas grob gestrickte Tragikomödie aus dem Norditalienischen. Im Mittelpunkt steht der eigentlich sehr unsympathische Nichtsnutz Paolo, der den ganzen Tag säuft und in den Tag reingammelt. Bis eines Tages eine entfernte Tante von ihm stirbt und er die Obhut des 15-jährigen Zoran übernimmt. Widerwillig. Er hasst diesen Kerl natürlich am Anfang. Bis er entdeckt, dass dieser Junge über eine sehr seltene Begabung verfügt, nämlich er kann vortrefflich mit Dartpfeilen umgehen. Da kommt Paolo natürlich auf die Idee, damit könnte man doch bei großen internationalen Dartturnieren fett abkassieren. Ob das dann gelingt? Naja, Sie können sich das ja im Kino betrachten. Der Film ist auf italienische Art sehr albern. Das ist so dieser typische italienische Flachhumor. Auch sehr umständlich konstruiert ist das Ganze zum Teil. Und am Ende erfährt natürlich der widerliche Paolo eine moralische Läuterung. Das ist alles ganz nett, aber halt eben auch 0 auf 15.